Aha. Okay. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Alles cool bei euch? Gut. Weiter so. Okay. Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Danke, Morgan Freeman. Kann ich Tex-Mex überhaupt machen? Nö. Ich möchte einen Tex-Mex. Niemand weiß es. Ja, und nun? Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Ach so. Es muss schon was Besonderes sein. Okay. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Nee, eigentlich irgendwie nicht. Aber danke, Morgan Freeman. Okay. Oh Gott, jetzt geht's los. Halte. Oh, beide gedrückt halten, okay. Nee, das waren die falschen Tasten. Moment, beide gedrückt halten. Okay. Jolene, was ist gerade passiert? Wer bist du? Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre an Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Der Zeitfurz. Alles klar. Wow, du kannst mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Claffy. Kuhn, Freunde, wir haben sie gefunden, aber sie ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhn, Freunde, los geht's. Okay. Ich geh schon mal rein, ne? Und ich hab gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich hab gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Und das auch noch okay finden. Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ist jemand an der Tageskarte? Ja, schon. Ach, die fressen gerade. Okay. Da sind sie. Wo ist das Mädchen? Keine Ahnung. Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, seht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Grissini. Oh, der Kuchen als Verbinder. Okay, nice. Okay. Läuft. Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Wo ist denn die Küche? Hier ist die Küche, alles klar. Gehen wir mal in die Küche. Hey, unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Hey, ist jemand in meine Küche? Oh, hat er mich gehauen, die sackgesichtige Sackratte. Wer will zuerst? Gleich bist du nur noch eine weitere Fleck auf meine Schürze. Ich weiß nicht, was der Kuhn kann. Ey, muss man erst mal gucken. Kuhn, Kuhn. Okay, das war jetzt nicht mega stark. Ich krieg dich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Ich zeig euch gleich, warum Kinder hier nicht... Deine Fürze sind mega krasse Hilfsmittel für den Kampf. Dein neuester Furz kann einen feindlichen Zug komplett löschen. Du kannst den Zeitfurz-Glitch nutzen, um die Runde des Gegners zu überspringen. Halte er... Zeitstock, okay. Mach ich. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu vertrauen. Oh. Willst du noch ein Creme Fraiche-Bukake dazu? Nein, verdammt nochmal, geht's noch. Zeig ihnen, was du drauf hast! Naja, leider kann ich nicht sehr viel machen, aber ich kann die angreifen. Immerhin. Und da schreist ein paar Ärsche auf! Vielleicht seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. Captain Diabetes kann leider nichts machen, oder? Doch. Diabetes im Anflug! Zack. Du bitte, so
so, als hätte das richtig wehgetan. Hier geht's gleich heiß her. Pew, pew. Zack. Ich mach Filet aus dir. Wir müssen uns ja immer nacheinander um die Leute kümmern. Ich mach eine richtig saftige Braciola. Ey, der heilt der Arsch, was soll das? Ich gib meine Eier in deine Soße. Nein, nicht mein Ragout. Dafür spielst du einen Haufen Töpfe und Pfannen. Haltet eure Drecksgriffel von unserem Wein fern. Ich will den Wein ja gar nicht. Aua. Sag Bescheid, wenn du genug hast. Okay, jetzt noch ein Koch von dir dran. Ich richtig durch. Stillhalten. Auf. Okay, der Kuhn, der hat ziemlich Probleme jetzt, aber macht nichts. Kuhn wird nicht mehr lange durchhalten. Zack. Nicht schlecht, Neuer. Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Irgendeiner müsste den Kuhn mal helfen. Das sollte dein Kollagen zerlegen. Ich stürme ungern bei der Pizza-Party. So, er müsste eigentlich gleich tot sein, oder? Nee. Ach, er wurde ja geheilt, verdammt. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Der wurde ja geheilt, aber Humankind kann irgendwas machen. Ich muss sagen, da wird ein bisschen Zorn in mir. Nee, ich glaube nicht, ne? Verdammt, er kann nichts machen. Na gut, dann machen wir das. Selbst meine Zehen werden länger leben als er. darf ich darüber lachen? Okay, ich muss den da hinten, das ist der Hüder, den muss ich jetzt gleich mal attackieren. Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Jetzt und kommt der Rest. Kuhn. Versuch nicht zu sterben. Okay. Oh, aus mir läuft der Tomate, Sugo. Überall und nirgends. Der Kuhn. Ach, die sind jetzt beide tot. Na gut, dann. Dann mache ich das hier. Wenigstens irgendwas Unterstützendes. So, er haut. Oh, mit dem Hammer. Eieieiei. Okay, jetzt kann ich wieder fuchsen. Naja, das macht schon am meisten Damage. Wenn ich noch kriege, was ab? Ihr müsst alle spülen! Ich bin drin. Okay. Pew, pew. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Ich schicke dich im Pizzakarton. Ich meine, der Kuhn, der hat jetzt auch nichts mehr zu befürchten. Hier ist ja keiner mehr. Oh, mia Mama, ich mich fühle wie eine Lamin. Okay, was? Was soll ich tun? Warum geht das nicht? Die Zeit im Zug des Gegners. Achso, das muss ich wahrscheinlich während seines Zuges machen, sonst ist das ja Quatsch, ne? Okay, er macht nichts. Zeig uns, was du drauf hast! Da, dann. Er macht das. Mache das nochmal, dann ich dich mache platt wie eine Pianina! Und du haust ihn wieder ordentlich auf die Fresse. Damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. So, ich weiß nicht, ob er trifft, aber das könnte gut sein. Und dann okay, haben wir es geschafft. Okay, bis später. Wir kümmern uns mal um echten Superheldenkram. So. Nice, die Köche haben verloren. Oh, Level 4. Nice. Ah, es ist ein großes Artefakt. Ich hatte, glaube ich, vorher weniger. Also kleiner. Da! Die Kohlehydratkreuzritter waren Kuhn und Friends nicht gewachsen. Classy muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Scheiße. Da muss ich erstmal mein Handy gucken. So, zack, einen großen Artefaktplatz. Da, ja, ist ja gut, da will ich jetzt das reinmachen. Achso, ne, das macht aber nicht viel. Egal, wir machen es trotzdem, es verbessert mich halt. Ne? So. Vielleicht könnte mein Zuckerzorn irgendwie triggern. So. Moment, ich hab's. Deine Fürze. Deine grauenhaften Fürze bringen mich zur Weißglut. Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Möglich. Wir müssen da durch und zur Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit. Und Kuhn and Friends, musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Okay, mach ich sofort. Sockel, was? Nutze nur mein Objekt mit einem grünen Sockel zu finden. Und ich hatte dann nicht gesehen, okay. Mach ich. Wie soll ich mich hinstellen? Übereinstimmung.
Begib dich zum verbündeten Hologramm. Ja, mach ich sofort. Umwerfen. Okay, kannst ihn raushauen. Alles klar. Okay. Und das reicht schon. Wir haben es geschafft. Der Weg ist frei. Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Alles klar, gut zu wissen. Diabetes-Zone, okay. Weiß ja Bescheid. So, hier ist auch noch was. Und dann geht's so weiter. Oh, da sind hey, Katzen. Pimper, was ist das? Oh, Mann. Das müssen wir den anderen berichten. Kuhn! Ja, Captain Diabetes? Wir haben vermisste Katzen gefunden. Einen ganzen Haufen. Alter, habt ihr Scrambles? Negativ. Keine davon ist alt und fett. Und was ist mit der Lady? Wir sind ja auf den Fersen. Wir müssen rausfinden, was sie weiß. Los! Wir sind so nah dran, ich kann es riechen. Komm schon, Sidekick! So. Auch kaputt machen. Wieder aufmachen. Was zum? Ja, das musste sein, Tomalak. Wenn ein Endkampf mit einem Boss bevorsteht, schau nach, ob du genug Heilmittel hast und hab deine besten Artefakte einsatzbereit. Krasser Tipp. Alter, willst du mich verarschen? Kannst du mal dich verpissen? Verflixt, jetzt ist die Tür blockiert. Hey, ich dachte, wir wären Freunde. Ja, aber du stehst im Weg. Das ist ein Rätsel, du musst weg. Hey! Der geht aber auch nicht weg, oder? Verschwende deine Superkräfte nicht an mir. Doch, du bist im Weg. Ich komme ja hier nicht weiter. Ich komme nur bis hier und das war's. Oder warte mal. Bisschen. Aha. Nice. So geht's auch. Warte mal, wir wissen nicht, was hinter dieser Tür auf uns lauert. Da ist jemand drin. Mach dich bereit. Eins, zwei. Diabetes! Ich hab dir doch gesagt, die Bullen sind hinter mir her. Und dann führst du sie zu mir, du dumme Schlampe? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist aus, Classy. Die Kids sind Bullen? Das ist kein Cop. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Und die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatschwichser nicht vertrauen kann. Leb wohl, Captain Diabetes. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Oh oh. Ah, was zur... Ich will meinen Schlüssel! Ich hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Der ist dicht vom Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den es gibt. Fuck, lass uns abdampfen. Na gut, Captain Diabetes. Endstation. Gib mir meinen Kackschlüssel. So lasse ich ihn niemals ans Steuer. Dann stirb. Red Wine Drunk Randy. Okay, ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Das hat doch keinen Sinn, Mr. Marsh. Ich rufe Ihre Frau an. Halt schön da raus, du kleiner Penner. What? Das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Doch. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Darf man, weil das ist sonst ja doof. Das könnte brennen. Ich fühle keinen Schmerz. Arschbombe. Auf sie, Wunderarsch. Ja, Wunderarsch versucht, aber Wunderarsch, okay, macht was. Alter. Lass dich nicht so vermöbeln, duck dich mal oder so. Der hat aber ziemlich heilige Scheiße. Warte mal. Er macht nicht sehr viel, aber... Oh shit, das hat sicher wehgetan. Halt. Okay. Gleich riecht's hier verbrannt! Humankind muss auch nochmal raufhauen. Alter, streng dich mal ein bisschen an! Wehe, du verlierst, Nigger! Jetzt ist er halt dran. Und jetzt kann ich auch nichts mehr gegen tun. Sekunde, Nachricht von Sharon. Okay. Ich kann nichts schreiben? Wieso kann ich nichts schreiben? Warum sind meine Daumen so groß?
Hey Siri, sag meiner Frau, sie soll die Fresse halten. Ich kämpf grad. Kacke-Emoji. Okay. Immer mehr rennen. Oh Gott, jetzt haben wir ein Problem, glaube ich, ne? Was zur Hölle? Hat der jetzt drei Runden? Mein Schlüssel! Der dreht voll am Rad! Der kann nochmal. Okay. Boah, komm wieder, wenn du Haare am Sack hast. Heilige Scheiße. Jetzt aber nicht mehr dran, oder? Nein. Jetzt ist wieder der Kuhn dran. Der Kuhn kann aber nur von hier angreifen. Mehr leider nicht, also zack. Bam. Ha, der Schlüssel bleibt bei mir und damit basta. Okay, ich muss gucken, was macht jetzt am meisten Damage? Wie viel macht das? Das macht 33. Das auch. Also könnte ich rein theoretisch auch von hier machen. Okay. Das wird wehtun, wenn ich wieder Schmerz spüre. Damit er dann von hier was machen kann. So. Oh shit, ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Okay, jetzt muss natürlich hier Captain Kite, weil wer braucht am meisten Hilfe gerade? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Braucht der Kuhn Hilfe? Bestimmt. Wir heilen ihn einfach mal. Heilung! So, zack. Wurde aber auch Zeit. Und die ultimative Kraft ist... Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Sekunde. Komm, bald nach Hause. Suche meinen scheiß Schlüssel. Herzchen, XO. Okay, aber jetzt kann er schreiben? Komisch. Jetzt hat er wieder drei Runden nach. Ja! Ja, tu ihnen weh! Ärmer, wir dürften das gleich geschafft haben. Fast schon süß, wie der am Boden liegt und sich nicht bewegt. In die Fresse. Ja, Arschlecken 3000. Habe ich gewonnen? What? Du bist tot. Okay, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, warum ich tot war, nur weil einer gestorben ist. Aber okay, kein Problem. Er dürfte momentan an niemanden rankommen. Doch an ihn auch scheiße. Er dreht voll am Rad. Und ich muss jetzt echt gleich gucken, weil er kann ja mehrere Angriffe jetzt machen. Wir müssen healen. Oh shit. Anscheinend darf nicht ein einziger sterben bei mir. Komm wieder, wenn du Haare am Sack hast. Was natürlich scheiße ist. Okay, der Kuhn. Okay, der Kuhn legt los. Geht leider nicht anders. Also doch, wäre schon anders gegangen, oh shit, aber... Ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Naja. Gut, ich bin dran. So. Zack. Für den anonymen Alkoholiker. Und jetzt muss ich echt gucken, weil jetzt wird er sich erstmal was zum Heilen holen. Minimale Menge? Nein, weil wir hatten doch noch mehr. Kleine Menge könnte reichen, keine Ahnung. Reicht. Perfekt. So, und Humankind muss das Gleiche tun. Ja. Weil sonst ist doof. Okay, das war nur 50 Leben, das war irgendwie wenig. Jetzt ist er allerdings wieder dran. Was hat der den so wütend gemacht? Der stirbt. Warte. Nee. Ich blute noch? Ich sollte wohl... Echo, gute Arbeit, Furzlord. Okay, sonst wäre es jetzt aber doof gewesen, sag ich dir. Sonst wäre es echt blöd gewesen. Oh, shit. So, das war's, oder? Okay, ich nehme ein Taxi. Ha! Captain Diabetes duldet keinen Alkohol am Steuer! Läuft. Genitaltales. Cool. Finde ich cool. Mhm. So, komm, mach weiter. Okay, sehr gut, Mann. Ich weiß nur, dass so ein neuer Drogenbaron versucht, richtig heftige Ware auf den Markt zu bringen. Der Typ will, dass sich die Italiener- und Chinesen-Mafia zusammenschließen. Genug Smalltalk. Wo ist Scrambles? Scrambles? Wir brauchen die Belohnung für unser Superhelden-Franchise. Oh shit, ihr wollt nur eine Katze? Und dann gibt's noch Cisco.
Nur so ein Low-Class-Vollspaß, der immer übers Kohlescheffeln labert, weil irgend so ein weißer Penner jetzt der neue Big Boss ist, über den die Drogen und Nutten und der ganze andere Scheiß laufen. Okay. Aber nicht mit mir. Ich bin mein eigener Pimp, verstanden? Meine Pussy ist mein Lebensunterhalt. Die lasse ich doch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Nigger verwalten, dessen ganzes Einkommen auf illegalem Scheiß basiert. Entschuldigung, aber was ist mit den Katzen? Oh, die Katzen? Dieser kleine asiatische Freak namens Yakia Baba oder so bezahlt Sechsklässler, damit sie den Leuten Katzen entführen. Kranke Scheiße, man kann doch nicht einfach die Pussy von anderen beanspruchen. Der gehört in den Knast. Und wo landen die Katzen? Ich sag's euch, aber erst wenn ihr mir Polizeischutz oder so'n Scheiß gebt, klar? Die Nigger meint's echt ernst, also müsst ihr versprechen, Classy zu beschützen. Harold Cartman, hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Morgen ist Schule. Mom, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ihr geht jetzt alle nach Hause, sonst rufe ich eure Eltern an. Sorry, Mrs. Cartman. Und wer ist diese Stripperin? Das Kuhn-Team hat mir Schutz versprochen. Hier kann sie nicht bleiben. Dann nimm du sie mit zu dir, Blitzfreak. Okay. Okay. Ja, gut. Und jetzt die Nachrichten, die sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park. Guten Morgen, South Park. Gestern Abend hat ein unbekannter Selbstjustizler der Famboni-Familie ihr verbrecherisches Handwerk gelegt. Und das im Alleingang. Mehr dazu von einem Zwerg im Bikini. Tom, ich stehe vorm Buca de Fagoncini, wo der Selbstjustizler dem Verbrechen in South Park den Krieg erklärt hat. Die Kameras zeigen eine junge Person, die den Leuten ins Gesicht und auf die Eier furzt. Verstörende Bilder. Das Kind kam rein und fing an, die Leute anzufurzen. Wie aus dem Nichts, Mann. Vielleicht lehnt sich endlich jemand gegen das Übel in dieser Stadt auf. Dieses Kind ist ein Held. Ich finde, das Kind ist eine Bedrohung. Wie lange dauert es, bis er oder sie einen Unschuldigen tötet? Wie lange dauert es, bis aus Daredevil der Punisher wird? Ha? Drei Staffeln? Drei Staffeln! Die Polizei hat einen Haufen illegaler Gegenstände gefunden, die das Restaurant mit einem größeren Verbrechersyndikat in Verbindung bringen könnten. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was für eine Nacht. Berichten zufolge hatte der Selbstjustizler sogar einen Sidekick? Zunächst wies alles auf einen Sidekick hin, aber Untersuchungen zeigten, es war nur ein Knirps mit Diabetes. Danke, Zwerg. Und die Frage, die alle heute Nacht wachhalten wird, lautet natürlich, wer ist der furzende Selbstjustizler? Das lässt uns ganz schön scheiße aussehen. Ihr habt's verkackt. Es war nicht unsere Schuld. Dieses Kind kam einfach ins Restaurant und fing an zu furzen, als gäb's keinen Morgen. Ihr Italiener sollt das Produkt nur an den Mann bringen. Die Chinesen und Russen machen den Rest. Alles muss diskret und leise ablaufen, sonst erfahren die Leute die Wahrheit. Dass wir den Leuten das Produkt in die Drogen und den Alkohol tun, um für mehr Verbrechen zu sorgen. Ihr macht einfach weiter euren Teil und bringt das Zeug unter die Leute. Sonst mache ich vielleicht direkt mit den Russen Geschäfte. Oder mit den Chinesen. Oder mit den Sechstklässlern. Mann, hab ich gut geschlafen. Ja, ich auch. Bester Schlaf seit Wochen. Und? Habt ihr gestern Abend irgendwas Interessantes gemacht? Nee, nur das Übliche. Ein bisschen ferngesehen und dann ins Bett. Ja, nichts Aufregendes in unserem öden Leben. Okay, tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Du hast einen langen Tag vor dir. Schlüpf ins Superheldenkostüm und warte auf Anweisungen vom Kuhn. Das kann er gar nicht wissen. Tja. Ich muss jetzt halt mich einmal kurz verwandeln, denn an der Stelle möchte ich diese Folge dann doch auch mal beenden. Sie ging ja doch recht. Wie soll das gehen? Das war dumm. Was? Das macht mich traurig. Ein bisschen traurig bin ich jetzt, aber ich bedanke mich trotzdem bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge wahrscheinlich mehrmals werde ich mich jetzt verabschieden tun, weil ich glaube, ich werde mich ein bisschen geschnitten haben. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.